Ich habe das Glück gehabt, in den letzten 3 Jahren viele verschiedene Bikes testen zu können. Speziell auch Downhill-Bikes und um die soll es heute auch gehen. Ich entschuldige mich an der Stelle für meine Stimme. Ich war letztes Wochenende in Verbier in der Schweiz zu einem Junggesellenabschied. Wir hatten den feinsten Pulverschnee des Jahres bzw. der letzten 15 Jahre. Und irgendwie habe ich mir da was eingefangen, wodurch jetzt meine Stimme etwas, ja, rauer klingt. Aber das soll wohl kein Problem sein. Ich mache auf jeden Fall trotzdem ein Video für euch. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Tom. Ich bin 33 Jahre alt, Vater von 2 Töchtern und YouTube-Content-Creator und fahre seit knapp 4 Jahren Mountainbike. Und in diesem Video soll es, wie gesagt, erstmal um Downhill-Bikes gehen. Fangen wir also ganz vorne an mit der Frage, braucht man überhaupt ein Downhill-Bike? Und zu diesem Thema habe ich persönlich eine sehr definierte Meinung. Wir Normalos brauchen alle eigentlich kein Downhill-Bike. Es gibt mit Sicherheit Strecken, die mit einem Downhill-Bike besser zu fahren sind, aber das bedeutet ja nicht, dass andere Räder das auch nicht schaffen würden. Aber, und das ist meiner Meinung nach ein sehr entscheidendes Aber, hat ein Downhill-Bike immer etwas mit Emotionen und Spaß zu tun. Und wie wir alle wissen, kostet Spaß halt einfach nur mal Geld. Hier in dem Fall jetzt wahrscheinlich halt mal ein bisschen mehr als in anderen Sportarten, aber es ist halt eben so. Und gut, jetzt in meinem Fall mit diesem High-End-Bike ist natürlich ein bisschen mehr Geld im Spiel, aber das bedeutet ja nicht, dass man auch mit einem etwas günstigeren Downhill-Bike Spaß haben kann. Und ich bin ehrlich, auf einem Downhill-Bike traue ich persönlich mich irgendwie mehr als auf einem Enduro. Keine Ahnung warum, aber es macht irgendwas in meinem Kopf, was sich positiv auswirkt. Also Downhill-Bikes sind einfach geil. Punkt. Mein erstes Downhill-Bike war das Pivot Phoenix, was aktuell als Auslaufmodell gilt. Ich hatte leider einen Garantiefall an dem Bike, weshalb ich nicht wirklich super viel damit fahren konnte. Das Bike an sich war aber sehr verspielt, weil es eben nicht so ultra lang war. Mit einem Reach von 460 mm bei der Größe L ist es für die heutigen Zeiten eigentlich doch schon recht kurz. Mit einem 62,5 Grad flachen Lenkwinkel und einem Radstand von 127,8 cm ist das Bike insgesamt schon sehr kompakt und zeigt nicht zwingend so, dass es absolute Racer-Gene hat. Dafür aber hat es ultra Spaß gemacht. Der Rahmenfederweg von 190 mm macht das Bike zusätzlich noch sehr spritzig. Selbst Flowtrails und Jumplines waren einfach nicht so anstrengend, wie man es mit einem, ja, Downhill-Bike vermutet. Das Phoenix ist kompakt und verspielt und auch leicht zu manövrieren, obwohl es vollständig mit 29 Zoll Rädern ausgestattet ist. Zu dem DW-Link-Hinterbau kann ich leider persönlich beim Phoenix jetzt nicht viel sagen, weil ich es kaum auf anspruchsvollen Strecken bewegt habe. Allerdings kann ich von meinem Firebird ableiten, denn das hat eigentlich genau den gleichen Hinterbau und dieser funktioniert meiner Meinung nach einfach richtig, richtig gut. Ja, das Fahrrad geht schon geil in die Luft, ey. Da es sich um ein Auslaufmodell handelt und der neue Prototyp schon über ein Jahr im Einsatz ist, wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis ein neues Phoenix auf den Markt kommt. Und das neue Modell wird einige Änderungen mit sich bringen, auf die ich sehr gespannt bin. Das Bike wird allgemein etwas größer und moderner, was so die Geometrie betrifft. Mit modern meine ich ein High-Pivot-Zwei-Ketten-System, was den Pedal-Kickback so gut wie komplett eliminieren soll. Die Rahmen sollen insgesamt etwas länger und somit auch raciger werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das neue Modell, weil es mir einfach optisch schon richtig, richtig gut gefällt. Durch den Garantiefall damals und dadurch auch eine sehr lange Wartezeit durchs Einschicken, habe ich mich damals entschieden, das Phoenix zu verkaufen und dann das neue Commenzal V5 Supreme zuzulegen. Meiner Meinung nach ist das V5 aktuell das optisch schönste Downhill-Bike, was es gibt. Im Vergleich zum aktuellen Phoenix ist das V5 im Prinzip auch einfach ein komplett anderes Fahrrad. Mallet-Bereifung, 220 mm Rahmenfederweg, also 30 mm mehr,
ein komplett anderer High-Pivot-Hinterbau und ein Reach von 484 bei Größe L, wenn der Flipchip auf Low ist, und 488 mm, wenn der Flipchip auf High ist. Mit einem 131 cm großen Radstand und einem Lenkwinkel von 63,3 Grad ist es im Vergleich einfach deutlich größer und viel mehr auf Racing ausgelegt. Und genau so hat es sich auch einfach gefahren. Der Hinterbau ähnelt einfach einem Sofa, was gnadenlos alles wegschluckt. Es ist einfach super bequem für den Fahrer. Das Bike funktioniert aber meiner Meinung nach auch erst, wenn man die hohen Geschwindigkeiten überhaupt erreicht. Falls man damit gechillte Bikepark-Laps oder Jumplines fahren will, dann wirkt es einfach ein bisschen träge und anstrengend. Im Prinzip ist es einfach ein absolutes Racebike, was sein ganzes Potenzial erst entfaltet, sobald man richtig schnell unterwegs ist. Wenn aber meine Partnerschaft mit Hillit Bikes jetzt aus irgendeinem Grund nicht zustande gekommen wäre, dann würde ich jetzt immer noch auf diesem V5 sitzen und wahrscheinlich auch damit Spaß haben. Allerdings würde ich das Bike dann verhältnismäßig wahrscheinlich weniger benutzen, weil hier in unseren Bikeparks meiner Meinung nach mehr Spaß mit einem Enduro-Bike vorhanden ist. Kommen wir nun zu meinem aktuellen Downhill-Bike, nämlich dem Specialized Demo, welches sich als mein bisheriger Favorit herausgestellt hat. Ich fahre das Demo auch als Mullet in der Größe S4. Somit hat das Bike einen Reach von 470 mm, einen Radstand von ca. 128,5 cm, einen Steuerrohrwinkel von ca. 63 Grad und einen Rahmenfederweg von 200 mm. Rein technisch, also vom Datenblatt her, ist es eigentlich also genau zwischen dem Phoenix und dem V5 einzuordnen. Der mehrgelenkige Hinterbau vom Demo funktioniert einfach herausragend gut. Das Bike ist durch das Mullet-Setup super spritzig und wendig und macht deswegen auch noch extrem viel Spaß auf chilligen Runden und Jumplines. Man hat einfach nicht so dieses Gefühl, auf einem Panzer zu sitzen, der so richtig träge ist und man viel Kraft aufwenden muss, um diesen eben zu bewegen. Boah, den schaffe ich nicht, ey. Der ist hart nach der Kurve da. Na, der geht aber auch. Das Gute ist, dass das Bike zusätzlich noch keinerlei Einschränkungen in Bezug aufs Racing hat. Sobald man mit dem Fahrrad etwas schneller unterwegs ist, entfaltet der Hinterbau sein komplettes Potenzial und funktioniert einfach richtig, richtig gut. Und genau das hat mir persönlich enorm viel Spaß gemacht. Das Demo ist meiner Meinung nach einfach ein absoluter Allrounder. Ein Park- und Spaßbike, welches sich auch einfach richtig gut racen lässt. Ich bin in diesen zwei Tagen, in denen ich im Lac Blanc Bikepark gewesen bin, nur mit dem Specialized Demo gefahren, habe alle Strecken getestet und mich einfach unfassbar wohlgefühlt auf diesem Rad. Natürlich spielen da auch noch weitere Faktoren eine Rolle. Ich habe, seitdem ich das letzte Mal auf dem Commensal V5 saß, knapp 20 Kilo abgenommen. Und ich kann euch sagen, dieser Gewichtsunterschied macht unfassbar viel aus. Und vielleicht habe ich mich auch, seitdem ich das letzte Mal auf einem DH saß, einfach in irgendeiner Art und Weise verbessert. Wodurch man jetzt natürlich nicht so richtig krass vergleichen kann, war das Fahrrad jetzt daran irgendwie schuld oder beziehungsweise ist das Fahrrad der Grund, warum ich jetzt so gut damit zurechtkomme oder liegt es teilweise auch an mir. Das sind so Sachen, die kann man einfach nicht einschätzen. Was man allerdings einschätzen kann, ist, ob man mit einem Fahrrad gut zurechtkommt und es einem einfach irgendwie gut liegt oder ob man sich zu sehr an das Fahrrad gewöhnen muss am Anfang. Weil das Problem hatte ich früher zum Beispiel auch. Deswegen würde ich gerne jetzt einmal über das nächste Thema sprechen. Und das wäre dann die Frage, ob man sich anders weiterentwickelt oder seine Fortschritte verbessert, wenn man auf dem richtigen Fahrrad sitzt. Also zum Beispiel, hätte ich mich jetzt anders entwickelt oder wäre ich irgendwie noch besser geworden oder hätte ich langsameren Fortschritt gemacht, wenn ich jetzt die ganzen 4 Jahre nur auf meine Propane Taille gefahren wäre? Ich meine, so ganz genau kann ich diese Frage nicht beantworten, weil auch hier mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Wie viel man fährt, ist zum Beispiel viel entscheidender als das Rad, auf dem man fährt. Aber ich persönlich habe festgestellt, dass ich mich auf bestimmten Rädern einfach besser fühle und auch mit denen besser zurechtkomme. Wahrscheinlich ist das gewissermaßen auch irgendwie Gewöhnungssache und man kommt bestimmt auf Dauer mit allen Rädern irgendwie so klar. Aber wenn man sich auf ein Bike draufsetzt und dann merkt,
ich fühle mich wie zu Hause, dann ist das einfach schon eine coole Sache. Und genau so waren auch eben meine Erfahrungen. Also ich persönlich denke schon, dass man auf einem persönlich gut passenden Fahrrad mehr Fortschritte machen kann. Wenn man die Skills dann hat, kann man wahrscheinlich auch auf fast allen Bikes gut fahren. Nur leider habe ich diese Skills noch nicht und kann auch nicht mit jedem Fahrrad gut fahren. Also ist das für mich wahrscheinlich ein Vorteil, wenn ich mich auf einem Fahrrad wohlfühle. Ich bin jedenfalls froh, dass ich diese Saison auf dem Demo verbringen und mich hoffentlich gut verbessern kann. Am Ende des Jahres sieht man dann, ob oder was es Neues gibt und oder ob ich das Demo vielleicht nicht einfach sogar behalten möchte. Zusammenfassend kann man sagen, dass man innerhalb der Downhill-Bike-Kategorie meiner Meinung nach noch weiter unterscheiden muss. Und man sollte sich zuallererst auf jeden Fall zwei wichtige Fragen stellen. Welchen Fahrstil hast du und was fährst du gerne? Ein komplett potentes Racing-Bike fährt sich auf einer Jumpline einfach nicht so spritzig und ja so locker wie zum Beispiel ein kompakteres Downhill-Bike. Natürlich ist es, wie eben schon gesagt, komplett skillabhängig. Es gibt Leute, die machen dir das auf jedem Bike, aber so einer bin ich eben nicht. Wenn du selber definieren kannst, wie gut du fährst und was du gerne fährst, wirst du mit Sicherheit auch das richtige Downhill-Bike für dich finden. Aktuell komme ich mit meinem Demo auf jeden Fall bestens zurecht und bin sehr zufrieden. Mal sehen, was diese Saison dann noch so bringt. Also erkundigt euch, bevor ihr euch ein Downhill-Bike kaufen möchtet, auf jeden Fall vorher, was ihr ungefähr haben möchtet, weil sonst kauft ihr vielleicht etwas, was gar nicht so gut zu euch passt. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben, Kommentar und Abo da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns zu meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, macht's gut und bis dann. Ciao.